Und wie wollen sie ja. Nicht so ganz, ne? Jetzt auf einmal ein Sieg. Ja, Pech hat, das war jetzt natürlich sehr hart und also meine Einheiten haben kaum noch Organisationen, die rennen jetzt da rein und werden sofort wieder ausgeschmissen wahrscheinlich. So ein Outshot bei meinen auch aus. Hoffnung, dass sie nicht schnell genug sind, die Russen. Kannst du bei Tschernigow, also unterhalb von Gomel, kannst du da unterstützen mit deinen 15 Sowieso, Divisionen ja. von unten? Ja, dann kann ich da angreifen, wenn du mich schützt. Irgendwie besser, ne? Ist komisch. Wenn du in Tschernigow drin bist, könnte ich deine Division da unten auch ersetzen, wenn es sein muss. Ja, wenn du willst. Dann machen wir das so. Aber bitte noch warten, bis sie da sind, auf jeden Fall. Ja, nur ja, keine. Ja, dauert ja. Wahrscheinlich auch noch, bis sie drin sind. So langsam gefällt mir das hier im Osten. Der Andi ist auch immerhin schon das komplette Baltikum. Ja. Nordrussland fällt so langsam. Greifst du gerade ja. Kaluga an? Bin auch am 30. schon da, also in 2 Tagen. Dann kannst du dann eventuell auf Noginsk und. Gib mir ein paar Tage Zeit dann. Also es ist, die Einheiten sind eigentlich relativ ja, das gut erholt, mich. Aber wenn es ein bisschen Pause hat, auf jeden Fall. Ich bin gerade eh oben unterwegs. Ja. Also wenn es Pause gibt, dann kann ich sofort unterstützen. Ja, wie war Pause? Noginsk ist aber auch eine schöne Provinz. Ja, demnächst. Können wir noch bis zum 6. November warten? Die Pause meine ich mit Pause für die Einheiten eigentlich immer. Ach so, Gefechtspause. Ja. Also nicht wegen. Scheiße, da sind auf einmal 27 russische Divisionen. Ich glaube, ich fliege da ganz schnell wieder raus, ja. Das war's mit Kaluga. Und auf einmal, woher haben die auf einmal 27 Divisionen? Können zaubern.
mich so langsam auch. Was mit Kaluga, soll ich dich da unterstützen? Wie gesagt, meine Einheiten müssen sich gerade schon zurückziehen. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. So, Vettinon rüstet ganz schön auf. Also, haben sie schon 30 Infanterie mehr als das letzte Mal, als ich geguckt habe. Vielleicht können wir mal Kinsey erobern dann. Ja, also ich habe da 14 Divisionen in Rogatschew und Gommel. Und mit, wo? Ja, und mit denen kann dann Kaluga unterstützt werden und dann kann Kaluga endlich Logins unterstützen. Ja, ich kann reingehen, wenn du willst. Warte kurz. Also die Äußeren unterstützen, ne? Vaslavl und Chernigov und die Inneren können rein, ja. Bereit? Ja. Passt. Los. Das war einfach. Dann könnte man eigentlich gleich unten drunter und Konotop reingehen, ne? Konotop können die. Ja. Beziehungsweise ist dann auch schon soweit. Ich habe jetzt da die 6 Divisionen in Tschernigow. Du kannst eine auch dann variabel umstationieren. Wenn gewollt. Ich glaube, mit der Unterstützung. Nö, gerade. Gerade brauche ich es eigentlich nicht. Das passt hier unten. Ja, dann Konotop danach. Simon, aber das werden schon mehr Truppen da in Gibraltar, ne? Hier sind es auf einmal 10. Vorhin waren es noch 8. Ja, ich kann ja die Einfahrt nicht mehr sichern. Oh, das ist zu krass, ey. Weißt du, ich habe da 34 stehen. Ja. Komisch, manchmal ist Gibraltar C, manchmal Leningrad C. Heute ging es ja recht fix mit Leningrad. Wie war das vorhin, Andi? Naja, in Leningrad, da stand halt auch nur eine Division drin, also. Eine Art. Ja, machen wir wieder Raucherpäusle, oder? Na jo. Oh, fuck. Hä? Ich schieb mein Mikroständer immer so dermaßen an mein Ding hin, dass man USB-Stick unten immer ab. Ach, es geht weiter. Ja, es geht weiter. So, also Kaluga dürfte jetzt auch gesichert sein. Ich schicke da gerade 11 Divisionen hin. Ach, Noggins ist ja schon weg. Ja. Ja. Also ich gehe jetzt auch nicht mehr arg weiter runter oder so. Ich gehe jetzt von Noggins nur noch gerade rüber, ne? Ja. Mach gerade Konotop, ne? Aber Paolo, da du dich doch so gut auskennst. Unser guter Onkel Adi, der wollte doch unbedingt nach Stalingrad. Warum damals? Nur wegen der Rüstungsindustrie. Geh mal auf die Provinz. Kannst du mich ganz kurz in Konotop unterstützen? Konotop? Oh, ich verliere schon. Ja. Das Stalingrad war doch Weg zu den Ölfeldern.